Darum reden manche Menschen im Schlaf. Das Magazin Newsweek hat mit Experten gesprochen, um herauszufinden, warum manche Menschen im Schlaf reden. Sprechen während des Schlafs oder Somniloquie ist eine Art Parasomnie und gehört zu den Schlafstörungen. Laut Experten soll das Phänomen des Sprechens im Schlaf erstaunlich weit verbreitet sein. Die meisten von uns haben schon einmal während des Schlafs gesprochen, besonders in unserer Jugend. In der Regel ist das auch nicht besorgniserregend. Es sind nur Töne, die ausdrücken, was während des Schlafs passiert. Die meisten davon hat man bereits vergessen, wenn man aufwacht. Fachartikel suggerieren zudem, dass die Hälfte aller Kinder zwischen 3 und 10 Jahren im Schlaf reden. Bis zu 5% der Erwachsenen machen dies auch. Der Psychologe Roy Whipley Evans betont, dass Somniloquie durch eine Reihe von Faktoren verursacht werden kann. Der mentale und emotionale Status kann den Schlaf stören und spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie oft Menschen während des Schlafs reden, erklärte Psychologe Roy Whipley Evans gegenüber Newsweek. Experten zufolge kann den meisten Menschen, die unter Somniloquie leiden, mit der Entwicklung von gesünderen Schlafgewohnheiten geholfen werden. Dazu gehört auch, den Konsum von Alkohol und Koffein zu senken sowie in kompletter Dunkelheit zu schlafen und regelmäßig Sport zu treiben.